Hallo liebe Freunde des Rechts, ich würde gerne heute über die Meinungsfreiheit sprechen. Die Meinungsfreiheit, die immer wieder missverstanden wird und die möglicherweise auch mal als Rechtfertigung dafür dient, um etwas aushalten zu müssen, was in Wirklichkeit aber nicht aus rechtlichen Gründen ausgehalten werden muss, sondern was eine bewusste Entscheidung ist. Und ich möchte euch lediglich in die Lage versetzen, zu unterscheiden, ob ein Aushalten müssen jetzt eine rechtliche Verpflichtung ist oder eine moralische, vielleicht auch nur eingebildete Verpflichtung. Es geht um Quattro Milf bzw. Jasmina Kuhnke, die ein Buch geschrieben hat und es auf der Frankfurter Buchmesse vorstellen sollte, sich dann aber entschieden hat, nicht hinzugehen, weil die Frankfurter Buchmesse sich dazu entschieden hatte, auch rechtsradikale Verlage ausstellen zu lassen. Jasmina Kuhnke hatte eine lange Stellungnahme dazu veröffentlicht auf Social Media, die man sich in Ruhe anschauen kann. Ich weiß, dass man das hier drauf nicht sehen kann. Sie schreibt jetzt hier, dass die Erklärung vom Buchmessedirektor Jürgen Boss lautete: Wir müssen auch die Präsenz von Leuten aushalten, die ich nicht gern hier habe. Wir werden immer das ganze Spektrum hier haben, auch wenn es uns nicht gefällt. Und das klingt ein wenig so, als wäre es eine rechtliche Verpflichtung, das ganze Spektrum aushalten zu müssen. Und das würde ich gerne etwas näher betrachten, denn bei der Frage, ob die Meinungsfreiheit auch für eine Frankfurter Buchmesse gilt, müssen wir uns zunächst einmal vergegenwärtigen, wie funktionieren eigentlich Grundrechte? Grundrechte sind nämlich für alle Bürger da, aber sie gelten auf der Anspruchsgegnerseite zunächst einmal für den Staat. Für Staat, für öffentliche Hand, auch für Kommunen. Das kann in unter Umständen auch einmal für eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts, eine GmbH, der Fall sein, wenn sie in öffentlicher Hand liegt. Also wenn eine Stadt sagt, unsere Stadthalle wird von einer Betreibergesellschaft mit beschränkter Haftung betrieben, dann ist die Entscheidung, wer zugelassen wird zum Mieten dieser Halle, eine öffentlich-rechtliche Entscheidung. Da ist dann also dieser Betreiber nicht so frei wie ein privates Unternehmen. Es gilt also in dieser ersten Stufe dann tatsächlich öffentliches Recht. In der zweiten Stufe, wenn es um die Ausgestaltung des Mietvertrages gilt dann wieder Zivilrecht. Der Börsenverein und die Frankfurter Buchmesse sind nicht in öffentlicher Hand, sondern dahinter stehen also die verschiedenen Verlage. Insofern sind sie nicht Adressat der Meinungsfreiheit. Es gibt in der Tat eine mittelbare Drittwirkung von Grundrechten dort, wo Generalklauseln ausgelegt werden müssen. Da kann es passieren, dass bei der Frage, was ist Treu und Glauben, auch die Wertungen des Grundgesetzes hineinspielen. Das spielt zum Beispiel eine Rolle, wenn es um die Entscheidungen von Facebook, Twitter und YouTube geht, welche Regeln man aufstellen darf bei der Moderation von Content. Da hat der Bundesgerichtshof dieses Jahr gesagt, dass sie relativ viel Freiheit dabei haben. Also sie dürfen auch Sachen entfernen, die nicht verboten sind, müssen sich aber an bestimmte Regeln beim Verfahren halten. Es gibt aber einen weiteren Grund, der tatsächlich dazu führen hätte können, dass die Frankfurter Buchmesse auch rechte Verlage zulässt, und das könnte Kartellrecht sein. Wenn man ein Monopol oder eine marktbeherrschende Stellung hat, dann ist man möglicherweise verpflichtet, jeden auch tatsächlich zuzulassen, der bestimmte Bedingungen erfüllt. Man darf also seine Marktstellung nicht missbräuchlich anwenden. Eine Marktbeherrschung wird angenommen, typischerweise bei einem Marktanteil von 40%. Bei der Frankfurter Buchmesse wissen wir, dass sie Marktführer ist, aber es gibt noch andere Buchmessen und nicht nur zwei oder drei, sondern sehr viele, neben der Leipziger auch natürlich die Documenta in Stuttgart und Köln. Es gibt viele regionale Buchmessen. Der Markt könnte also durchaus größer sein, sodass der Anteil, den die Frankfurter haben, geringer vielleicht ist als 40, je nachdem, ob man Umsatz, Aussteller oder Besucher betrachtet. Aber selbst wenn wir eine marktbeherrschende Stellung hätten, gäbe es durchaus Möglichkeiten für die Frankfurter Buchmesse, die Teilnahme von bestimmten inhaltlichen Vorgaben abhängig zu machen. Zum Beispiel einem Bekenntnis für die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Da hätten durchaus einige Verlage Schwierigkeiten, selbst wenn sie vielleicht noch nicht die Schwelle zur Strafbarkeit überschritten haben, kann es durchaus sein, dass sie an den selbst aufgestellten Regeln scheitern würden und deswegen nicht zugelassen werden würden. Die Frankfurter Buchmesse hatte dazu schon mal einen Rechtsstreit geführt, ist schon einige Jahrzehnte her. Damals hat sie einen rechtsradikalen Verlag nicht zugelassen mit der Begründung, wir befürchten Unruhen oder gar Gewalttätigkeiten. Und das OLG Frankfurt hat auf Klage dieses Verlages, der Frankfurter Buchmesse, Recht gegeben. Also insofern hätten sie
wohl auch hier vermutlich gute Chancen gehabt, wenn sie vorbringen hätten wollen, dass der Verlag, um den es hier geht, sich nicht an die Vorgaben entweder inhaltlicherseits hält oder das zu befürchten ist, dass es hier zum Beispiel zu Angriffen gegenüber einzelnen Messebesuchern kommt. Wir sehen hier ganz unten im Statement, dass die sagten, die Sicherheit der MesseteilnehmerInnen hat für uns höchste Priorität. Was das jetzt bedeuten soll, kann sich jeder selbst überlegen. Wir kommen zu dem Ergebnis, dass aus rechtlicher Sicht wir nicht verpflichtet sind, Rechtsradikale zu ertragen, sondern dass es eine bewusste Eigenentscheidung ist. Und da gibt es nun mal unterschiedliche Ansätze, ob man sagt, ich will das ganze Spektrum abbilden, es ist mir wichtiger, alle abzubilden, als jetzt, wie es hier oben steht, toleranten, respektvollen Umgang miteinander zu betreiben. Denn tatsächlich stehen diese Ziele ein wenig im Widerspruch zueinander. Und da kann man es natürlich mit Popper argumentieren, ob jetzt Toleranz gegenüber Intoleranten nicht am Ende doch zu mehr Intoleranz führt. Aber das ist keine juristische Diskussion. Und in diesem Sinne überlasse ich diese Frage dann eurer eigenen Einschätzung und wünsche noch einen schönen Abend. Bis dann.